Wir befinden uns hier auf der B29 zwischen der Anschlussstelle Blüterhausen und Lorch. Hier kam es zum schweren Verkehrsunfall. Ein PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich dann. Das Fahrzeug war besetzt mit 5 Insassen. Eine Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wir befinden uns hier auf der B29 zwischen Blüterhausen und Waldhausen in Fahrtrichtung Lorch. Die Feuerwehr Blüterhausen wurde um 17.49 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall B29 3 eingeklemmte Personen alarmiert. Gemäß Einsatzstichwort wurde ebenfalls die Feuerwehr Urbach zur Unterstützung dazu alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte lag der Aufgabenschwerpunkt in der medizinischen Erstversorgung der beteiligten Personen. Eine Befreiung aus dem Fahrzeug gemäß Einsatzstichwort war nicht mehr erforderlich. Am Unfall waren insgesamt 5 Personen beteiligt, davon 4 Verletzte. Eine Person ist aufgrund des Unfalls erlegen. Der Schwerpunkt der Arbeit der Feuerwehr lag in der medizinischen Erstversorgung parallel mit dem Rettungsdienst, bis weitere Kräfte des Rettungsdienstes hier eingetroffen sind. Die Feuerwehr Blüterhausen ist mittlerweile mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, sichert die Einsatzstelle ab und unterstützt letztendlich die Straßenmeisterei. Die Rettungsgasse war bei diesem Unfall vorbildlich.